Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Wir lesen heute zusammen die Seite 692, beenden Sprüche 23 und beginnen Kapitel 24. Lasst uns wie immer gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass wir einen guten Einfluss ausüben auf unsere Mitmenschen, dass du uns ein Segen sein lässt, eine Quelle, aus der Leben und Freude hervorspringt. Lass uns ein Segen sein für andere, vielleicht heute sogar an diesem Tag. Darum bitten wir dich. Amen. Wir beginnen in Vers 14 von Kapitel 23. Indem du ihn mit der Rute schlägst, rettest du seine Seele von dem Totenreich. Gemeint ist immer noch der Knabe. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so ist das auch für mein Herz eine Freude. Und mein Innerstes wird frohlocken, wenn deine Lippen reden, was richtig ist. Mein Herz, sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte alle Zeit nach der Furcht des Herrn. Denn gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. Höre, mein Sohn, und sei weise und lass dein Herz auf dem Weg geradeaus schreiten. Das alles sind Wünsche von Eltern für ihre Kinder und nicht zuletzt auch Wünsche von Gott für uns, die wir ja auch seine Kinder sind. Gott freut sich, wenn wir in unserem Herzen Weisheit haben und die Weisheit dann auch über unsere Lippen kommt. Wir anderen etwas Mutmachendes sagen. Und wenn unser Herz wirklich nach dem Guten trachtet, wenn wir Gottesfurcht im Herzen haben, Gott sagt, das gefällt mir, wenn unser Herz eine Weise ist und Freude im Herzen hat. Geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben, denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Diesen Gedanken finden wir nicht nur in den Sprüchen, sondern auch in den Psalmen finden wir immer wieder diese Ermahnung, dass wir uns nicht mit Leuten abgeben sollen, die ganz offensichtlich Gottes Geboten zuwiderhandeln, die ja Weinsäufer sind, die übermäßig schlemmen, die faul sind, die falsche Sachen erzählen, die lügen, die spotten. Mit all solchen Leuten, sagt die Bibel, gib dich nicht ab und meide sie. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Wieder hier eine Erinnerung an das fünfte Gebot. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Die Bibel kennt den Gedanken in mehreren Büchern, dass wir etwas kaufen. Hier ist es die Weisheit, die wir kaufen können. In Offenbarung 3 bei der Gemeinde Laodicea geht es zum Beispiel um die Augensalbe, die wir kaufen sollen. Die Augensalbe steht für die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist nichts weiter als die Weisheit. Und die Bibel sagt, kauf es und dann verkauf es nie wieder. Auch Jesus hat in seinen Gleichnissen davon gesprochen, dass wir zum Beispiel einen Schatz im Acker erwerben sollen. Etwas Kostbares zu erwerben, etwas kaufen, das ist ein Bild, was die Bibel öfter gebraucht. Freudig frohlockt ein Vater über einen rechtschaffenen Sohn und wer einen Weisen gezeugt hat, freut sich über ihn. Das ist ganz ähnlich zu Vers 15 und 16, die wir vorher hatten. So mögen sich dein Vater und Mutter über dich freuen, es möge frohlocken, die dich geboren hat. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Denn die Hure ist eine tiefe Grube und die Fremde ist ein gefährliches Joch. Mit der Hure ist natürlich auch immer hier die Sünde gemeint. Die Sünde, die uns ja irreführen will, die uns verführen will, wie auch die Hure verführt. Und sie ist ein gefährliches Loch. Wenn wir einmal hineingefallen sind, ist es nicht so leicht, da wieder herauszukommen. Ja, sie lauert auf wie ein Räuber und vermehrt die Treulosen unter den Menschen. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Und die Antwort auf diese Fragen kommt jetzt. Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter.
Zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Das ist eine sehr treffende Umschreibung für Betrunkenheit. Man hat mich geschlagen, aber es hat mir nicht wehgetan. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben. Ich werde ihn wieder aufsuchen. Dieses Kapitel spricht ja zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von Alkohol, von Betrunkenheit, von Trunkenheit und vom Weinsaufen. Und die Bibel verurteilt das. Sie sagt, wenn du so etwas tust, dann benimmst du dich ganz seltsam. Ja? Du redest verworrenes Zeug und am Ende kommt es so, dass du bist im Schlaf und du wachst wieder auf und wenn du aufwachst, sagst du nicht, ich will das nie wieder tun, sondern du machst gerade so weiter. Du sagst, ich werde ihn wieder aufsuchen, um es wieder so zu treiben. Und das ist das, was viele erleben, die irgendwann dem Alkohol dann so anhängen, dass sie süchtig werden, dass es so ein elender Kreislauf wird, aus dem man nicht mehr herauskommt. Und die Bibel sagt, das ist nicht der Wille Gottes für seine Kinder, dass sie so werden. Kapitel 24. Beneide böse Menschen nicht und begehre nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Denn ihr Herz trachtet nach Zerstörung und ihre Lippen reden Urteil. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt, mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Ein weiser Mann ist stark und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Die Weisheit ist dem Narren zu hoch. Er tut seinen Mund nicht auf im Tor. Wer vorsätzlich Böses tut, den nennt man einen Bösewicht. Dummheiten ersinnen ist Sünde und ein Spötter ist den Menschen ein Greuel. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Gottes Wille für dein Leben und für mein Leben ist, dass wir weise werden, dass wir Erkenntnis bekommen und dass wir ja, dieses kostbare Gut, sagt Vers 4, wirklich auch in Ehren halten, dass wir böse Menschen meiden, vor allem solche Menschen, die ganz vorsätzlich das Böse tun. Mit ihnen sollen wir nichts zu tun haben, nichts gemeinsam haben. Das schließt sich quasi aus. Gottes Kinder, die die Weisheit haben und Menschen, die Böses ersinnen und hinterlistig handeln. Gott sagt, das passt nicht zusammen und wir sollen auch nicht versuchen, das zusammenzubringen. Wir sollen ganz im Gegenteil, die von Gott entfernt sind, sollen wir zum Guten hinziehen und bekehren. Aber wir sollen nicht gemeinsame Dinge mit ihnen machen. Lass uns dafür beten, dass wir in unserem Leben das erkennen, welchen Einfluss andere auf uns haben, auch welchen Einfluss wir vielleicht auf andere haben. Lieber Vater im Himmel, du durchforschst unser Herz und du hilfst uns, dass wir den Charakter erwerben, den Jesus hatte. Herr, hilf uns dabei, uns wirklich zu durchforschen, welchen Einfluss wir haben und dass wir einen guten Einfluss haben auf andere. Und auch wenn wir uns Einflüssen aussetzen, die nicht gut für uns sind, dass wir diese Einflüsse beenden und Freundschaften vielleicht beenden, die uns nur zum Nachteil sind. Gib uns Kraft dazu und Einsicht. Amen.